Bastelzeit und heute, ja, da geht's offensichtlich um ein Auto. Also fast. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, ein VW-Bus als Modell. Dieses Modell hat aber ein paar Tricks unter der nicht existierenden Motorhaube. Das ist nämlich eigentlich ein mobiles Audiosystem mit Radio, Speicherkarte, USB-Eingang und auch Bluetooth. Das heißt also hier die Antenne, die wir oben haben, das ist tatsächlich eine Antenne. Hinten, da haben wir so ein paar Tasten und Eingänge und ja, was auch mit dabei ist, eine Mini-USB-Buchse für die Stromversorgung. Das Ding ist also offensichtlich schon was älter. Unterwegs mit Kabel ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Wenig überraschend ist also hier auch ein Akku drin. Der verbirgt sich unten unter einer Klappe und der ein oder andere hier, der wird das eventuell schon mal gesehen haben. Das hier ist nämlich ein BL5C. Das ist so ein klassischer Akku, der früher in sehr vielen und verbreiteten Handymodellen von Nokia verbaut wurde. Also sehr verbreitet und ja, den bei Bedarf zu tauschen, sollte kein großes Thema sein. Die Ersatzteile gibt's. Jetzt kommt aber sowas eher selten nur zum Spaß hier auf den Tisch. Das gilt natürlich auch hier. Geht nicht an. Ja, das ist die Fehlerbeschreibung. Nur gut, versuchen wir uns mal, ne? Also zerlegen wir das Ding mal und gucken innen aufs Board. Ja, schön sieht das nicht aus. Sehr viel Flussmittel. Aber das sollte aber eigentlich die Funktion nicht komplett verhindern. Vom groben Aufbau, ne, da oben rechts haben wir zwei ICs. Das dürfte in Richtung Audioverstärker gehen. Wenn wir mal näher rangucken, ja, das kommt hin. LTK5128 Dora steht drauf. Und wenn man sich die Datenblätter dazu mal anschaut, das scheint ein 5 Watt Audioverstärker zu sein. Der kann sowohl Klasse AB als auch Klasse D. Diese Verstärkerklassen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. AB ist eigentlich heute recht verbreitet, hat einen ganz okay-Ton, aber ist nicht ganz so effizient. Klasse D ist sehr effizient, der arbeitet einfach mit PWM. Hat allerdings den Nachteil, dass er möglicherweise das Audiosignal verzerren kann und was bei kommerziellen Produkten dann noch ein größeres Problem ist, man hat sehr viel an Interferenzen, die man da generiert. Das heißt also, es kann bei sowas wie EMV-Prüfungen dann auch ein bisschen nervig werden. Und den hier, den kann man da umschalten. Ehrlich gesagt wundert mich das hier ein bisschen, dass da zwei ICs drin sind, denn naja, eigentlich ist es nach meiner Meinung gar nicht nötig. Das Ding hier hat nur eine Box und da hätte es mich nicht gewundert, wenn man das Ganze in Mono ausgeführt hätte, also nur ein IC. Das hätte natürlich dann Kosten gespart, aber hier hat man tatsächlich zwei verbaut und das heißt dann, dass man wahrscheinlich dann zumindest beim Kopfhörerausgang auch Stereo rausbekommen kann, auch wenn das Ding selber nur als Mono-Lautsprecher agiert. Ansonsten ist hier nur noch ein großer IC auf dem Board, irgendwas mit A3, vermutlich ein Chip speziell für so Anwendungen. Insbesondere, weil, wenn wir hier gucken, diese Antenne für Bluetooth, die geht direkt da rein. Das heißt also, diese komplette Transmittertechnik für den Funk, die steckt alles mit im IC drin. Und ja, sonst ist ja auch nichts da. Das heißt also, auch das komplette Audio-Handling, Decoding von USB, SD-Karte und so weiter, das steckt alles hier in diesem einen IC. Aber die ganzen ICs, die sehen noch soweit in Ordnung aus. Das heißt also, das ist eher nicht als Fehler zu vermuten. Heißt, wir müssen dann nochmal ein bisschen mehr auf Suche gehen. Wir können ja nicht einschalten. Das heißt, wir sollten vielleicht mal von vorne nach hinten gehen. Wir haben hier zwei Kabel, die vom Akkufach kommen. Und ja, den Akku habe ich natürlich geguckt, dass er voll ist. Der ist es natürlich auch nicht. Wenn wir da mal reingehen, dann kommen wir hier in dieser einen Ecke da raus. Das heißt, voraussichtlich ist hier dann auch die Stromversorgung untergebracht. Wenn wir mal so drüber gucken, ja, was haben wir denn da? Oh, hallo. Was ist das denn hier? Der Transistor, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Löcher im Gehäuse, die sind eher selten ein gutes Zeichen. Und wenn man da mal ein bisschen piept, dann merkt man auch schnell, dass einer der Pins direkt mit dem positiven Pol der Batterie verbunden ist. Also sehr wahrscheinlich, dass der dafür genutzt wird, hier das Ding anzuschalten. Und naja, wenn der ein Loch hat, dann ist es dann auch kein Wunder, dass die Kiste nicht anspringt. Positiver Pol heißt auch, dass das Ganze wahrscheinlich ein P-Channel-FET ist. Das hat den Vorteil, dass wenn man den in eine positive Leitung einbaut, man nur einen Pin oder die Basis, beziehungsweise Gate ist es ja hier, das legt man einfach auf Ground, also eine niedrigere Spannung als die Versorgungsspannung, um den einzuschalten. Wenn man N-Channel-FET hier reinmachen würde, dann bräuchte man eine höhere Spannung. Das heißt also,
Wenn wir das zum Beispiel eine Akkuspannung haben von, sagen wir mal, 3,5 Volt, dann bräuchten wir eine höhere Spannung, um einzuschalten. Und die haben wir ja nicht, wenn wir da einen Akku haben. Deswegen P-Channel sehr wahrscheinlich. Ich selbst nutze in den Fällen üblicherweise den AO3401. Das ist so ein generischer P-Channel-FET. Davon habe ich ein paar mehr da. Von den Werten her 30 Volt Maximum, 4 Ampere Maximum. Das sollte hier für diesen Zweck auch mehr als ausreichend sein. Also benutzen wir den einfach mal als Ersatzteil. Schmeißen den alten Transistor raus, machen den neuen rein. Das war eventuell ein bisschen viel Koffein vorher an dem Abend. Deswegen haben wir die gewohnt hochqualitativen Lötstellen hier. Aber hey, Kontakt ist Kontakt. Wird schon irgendwie schief gehen. Hab dann auch noch mal kurz geprüft, das heißt also geguckt, dass wir an dem Akku-Pins keinen Kurzschluss haben, dass wir hinter dem P-Channel-FET gegen Ground keinen Kurzschluss haben. Das sah alles ganz gut aus. Also machen wir mal ein Labornetzteil dran, drücken den bösen Knopf und... das ist nicht ganz. Das, was da an Strom fließt, ist für meinen Geschmack zu viel. Das kommt mir nicht realistisch vor, dass da wirklich da versucht anzuschalten und so viel Strom dafür braucht. Da scheint also, zumindest mal nach dem, was ich so vermute, noch irgendwas anderes kaputt zu sein. Und an der Stelle, ja, da können wir uns aber einen Trick zunutze machen. Strom kann nicht verschwinden oder Energie. Man kann Licht draus machen. Haben wir hier Licht? Nö. Haben wir Ton? Nö. Haben wir Bewegung? Auch nicht wirklich. Also was bleibt da noch groß? Joa, Hitze. Wo auch immer der Strom hingeht, dürfte es warm werden. Also machen wir mal thermische Fehlersuche. Ich habe hier meine Wärmebildkamera ausgepackt und die einfach mal drauf gehalten. Und joa, wenn man drückt an dieser einen Stelle, da wird das doch ein bisschen warm. Das ist eigentlich sogar ganz gut, weil die Stelle, wo es warm wird, die gefällt mir. Das ist weit weg vom Hauptprozessor. Das heißt also, der könnte eventuell überlebt haben. Ist auf jeden Fall dann eine größere Hoffnung, das Ding tatsächlich zu reparieren. Dummerweise ist allerdings mein Equipment hier nicht das Beste für so eine Fehlersuche. Einfach weil meine Wärmebildkamera, die ist schon ein bisschen älter. Die hat jetzt nicht dieselbe Auflösung wie ein aktuelles Modell. Und was hier wahrscheinlich der größere Problem ist, ich habe auch keine passende Linse, um extra nah ranzugehen. Das Ding hier ist dafür gebaut, aus der Ferne wo drauf zu gucken. Heißt aber auch, naja, ich sehe jetzt hier zwar die Ecke, wo es warm wird, aber ich kann nicht einzelne Komponenten ausmachen und genau sagen, okay, dieses eine Bauteil ist es jetzt. Ich habe dann versucht, das Ganze mit Alkohol zu lösen. Alkohol hat den Vorteil, dass es recht schnell verdampft, insbesondere wenn irgendwas warm wird. Aber ich konnte jetzt nichts sehen, wo es wirklich eindeutig ist. Und ja, könnte man zwar verbessern, indem man mehr Strom drauf gibt und daher auch mehr Hitze rauskommt. Aber ich möchte ungern halt noch mehr probieren, weil es ist ja irgendwo der Kurzschluss hinter meinem Transistor und allem. Wenn ich zu viel Strom da drüber jage, ja, dann geht mir der irgendwann halt auch wieder kaputt. Das muss jetzt nicht sein. Also machen wir einfach den Rundumschlag. In der Ecke, da sitzen nämlich nur ein paar Widerstände und Kerkos. Widerstände sind eigentlich recht robust und Kerkos sind dafür bekannt, im Zweifel mal mit einem Kurzschluss kaputt zu gehen. Also, die Kerkos sind die beste Chance. Das heißt also, ich habe diese drei, die jetzt hier markiert sind, mal rausgebaut, einfach weil die in der Ecke waren. Die linken beiden, ich denke nicht, dass die es sind. Von den Leiterbahnen her geht das in Richtung von der Kopfhörerbuchse und ich glaube eher, dass das ein Audiosignal ist. Und selbst wenn die irgendwie kaputt gegangen wären, wüsste ich jetzt nicht, wieso das ganze Ding nicht einschalten sollte. Zumal da ja ein bisschen mehr Energie reingekommen ist und Audiosignal ist normalerweise nichts, wo man so viel Energie hinpumpt. Jedenfalls nicht für eine kleine Box oder einen Kopfhörer. Der dritte im Bunde, der ist aber ein sehr guter Kandidat. Zum einen von der Lokation her, das scheint nämlich irgendein Stützkondensator zu sein. Das heißt also, der ist zwischen einer positiven Versorgungsspannung und Ground. Und naja, das ist natürlich prädestiniert, dann bei einem Kurzschluss sehr viel Strom zu ziehen. Und wenn wir uns den mal etwas genauer angucken, fällt euch da was auf? Ich würde sagen, der hat hier unten an der Ecke ein bisschen so einen dunklen Streifen. Und
Spätestens wenn man dann auslöten und auf der Unterseite gucken, das ist, denke ich, recht eindeutig. Der ist offensichtlich kaputt, da ist irgendwas durchgeschlagen. Und das zeigt er auch, wenn ich messe, bin an meinem Durchgangsprüfer dran gegangen, das Ding ist ein satter Kurzschluss. Ja, ich denke, der ist also definitiv kaputt. Ich gehe einfach davon aus, dadurch, dass der hier hinter noch anderen Dingen, die später eingeschaltet werden, über irgendwelche Transistoren hängt, konnte ich das halt am Anfang nicht messen. Deswegen ist es nicht direkt aufgefallen. Aber hey, wir haben ihn ja gefunden. Eigentlich müsste man den jetzt sinnvollerweise ersetzen, aber naja, ich habe keine Ahnung, wie viel es vorher war. Und ganz ehrlich, es ist halt ein Stützkondensator an der Stelle, wo ich jetzt nicht unbedingt etwas daneben sehe, wo ich sagen würde, okay, der braucht definitiv noch einen Kondensator, um da irgendwelche Sachen zu filtern. Von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass der auch ohne funktioniert. Also ich würde sagen, wir lassen den einfach weg. Die anderen beiden, die lassen wir nicht weg. Die scheinen ja zumindest mal optisch in Ordnung zu sein. Ich kann auch mit dem Durchgangsprüfer keinen Kurzschluss messen. Und sie scheinen ja irgendwie zum Kopfhörerausgang zu gehören. Das wäre eventuell sinnvoll, wenn der am Schluss noch klappt. Das heißt, die also wieder aufs Board gemacht. Die sollten da eigentlich nicht unser Problem sein. Also, Labornetzteil wieder dran. Und siehe da, hey, Leben! Der Strom, der bleibt diesmal in erträglichen Bahnen und ja, die Lampen blinken. Zwar seltsam, wenn das Auto das so in Realität machen würde, würde ich doch eine Werkstatt nahelegen, aber ich denke, das soll so. Also packen wir uns mal dieses ganze Gerümpel und bauen das wieder ins Gehäuse. Was sagt das Gerät dazu? Bluetooth Mode. Bluetooth connecting. Please wait. Nun, offensichtlich will uns das mitteilen, dass der Hersteller es geschafft hat, den Begriff Cringe in eine Firmware zu gießen. Aber gut, wie dem auch sei, es ist Leben da, alles blinkt, Bluetooth klappt. Und auch wenn ich mich mit verbinde, habe ich kein Problem, da Ton rauszukitzeln. Das heißt also, ja, die Funktion ist auf jeden Fall da. Meine Vermutung ist jetzt, dass der Kondensator die eigentliche Ursache für hier den Defekt war. Es kann ein Einbaufehler sein, das kann sein, dass der mit der Zeit Feuchte gezogen hat oder dass es zum Beispiel auch viel Vibrationen gab und der intern gerissen ist. Irgendwas hat jedenfalls dafür gesorgt, dass hier dieser Kondensator auf einmal da vom Kondensator zum Kurzschluss mutiert ist. Und naja, da ist nicht wirklich irgendwas an Sicherung oder so dazwischen und wir haben einen Akku, der ein paar Ampere mehr liefern kann. Und ich gehe davon aus, das hat dann den Transistor am Eingang gegrillt, der halt unser erstes Fehlerbild war, was wir gesehen haben. Wie dem auch sei, sowohl der Transistor als auch der Kondensator sollten jetzt kein Problem mehr sein. Eins getauscht, eins weggelassen. Und wie wir sehen, es scheint ja alles zu funktionieren. In meinen Augen steht also da dem zukünftigen Einsatz nichts mehr im Wege. Oder anders gesagt, es tut wieder, was es soll.